Hallo, wenn Sie sich entschlossen haben, einen Teil Ihres Vermögens in Immobilien zu halten, egal ob Sie die Immobilien erwerben möchten oder erwerben werden oder geerbt haben, tun Sie es bitte nur dann, wenn Sie eine bestimmte Anzahl an Immobilien halten möchten. Also ab der vierten Immobilie wird das Ganze rentabel. Tun Sie es bitte nicht, wenn Sie nur eins oder zwei solche Objekte haben. Wenn Sie 7, 8, 9 Vermietobjekte haben, kommt eine gewisse Routine rein. Also Sie wissen besser, wie man mit Mietern umgeht, und das ist der größte Knackpunkt, fair und gut, aber auch klar mit den Vermietern umzugehen. Tun Sie das nicht, wird ein Vermieter, nein, wird ein Mieter das immer merken, so rum, und wird es ausnutzen. Wer will es ihm verübeln? Wenn Sie als Vermieter klar sind, klappt das Vermietverhältnis eindeutig besser. Haben Sie nur ein oder zwei Objekte, die Sie vermieten, besteht die Gefahr, dass es keinen Spaß macht und dass der Mieter es ausnutzt und Sie im Endeffekt nicht die Rendite haben, oder um nicht zu sagen, nicht sogar deutlich nicht die Rendite haben, die Sie sich eigentlich davon erwünschen. Natürlich kann das alles gut gehen. Natürlich ist es so, dass es Traummieter gibt, die mit denen es Spaß macht, ein Mietverhältnis zu haben. Aber wir reden immer noch von einer sehr wertvollen Geschichte. Sie haben viel Geld investiert in das Objekt und Sie brauchen die Rendite ja auch für später, fürs Rentendasein. Also damit zu spekulieren, auf das Glück zu haben, einen guten Mieter zu haben, ist nicht der richtige Weg. Also hopp oder top, ab der vierten Immobilie wird das Ganze zu einer gewissen Routine, das muss es auch sein. Wenn Sie nur eins oder zwei Objekte besitzen, tun Sie es nicht. Verkaufen Sie die oder entscheiden Sie sich dafür, in größere Bereiche einzusteigen und mehr Immobilien zu besitzen. Danke. Mein Name ist Thomas Neubauer.